Okay, weiter geht's. Da ist irgendein Schnibbel. Das ist ein Bajo. Das ist was Großes. Na, oh mein Gott! Was ist das? Alter! Was ist das? Alex! Warten! Nein! So, wir sind sondeln. Ich und Alex heute mal alleine unterwegs. Das war mein allererstes Signal. Ich weiß noch nicht genau, was das ist, aber es scheint ein Anstecker zu sein. Oh, jetzt ist die Nadel abgegangen. Wo ist die Nadel? Noch dran. Die finden wir. Das ist irgendein Anstecker? Hä? Das ist kein Anstecker, das muss ein Stock gewesen sein. Das sah aus wie ein Anstecker. Da klebt ein Stock dran. Du siehst hier nur noch Anstecker, was? Ja, eine Münze, war? Das ist einfach nur eine Münze. Was für eine? Das ist ein 50 Reichspfennig, war? Einfach mal eine fette Spinne an und will hier lang krabbeln. Ja, es sind 50 Pfennig. Schade, ich dachte, das ist ein Anstecker. Das ist ein 50 Pfennig Anstecker. 50 Pfennig, Drittes Reich. Halt mal kurz die Kamera. Jetzt holt er auch noch den Dark Edge Fast hier noch raus vom Sonnengänger-Shop. Aber ich habe eine Bürste dabei. Wir wollen ja aus geschichtlichen Zwecken die Münze zeigen. 50 Pfennig, Deutsches Reich. Ja, sag mal, jetzt hau doch mal ab. Wie oft willst du mich denn noch ankrabbeln? Egal. Hat eine Spinne im Schritt. 50 Pfennig Deutsche 3. Hat eine Spinne im Schritt gehabt. Wir sonnen weiter. Hallo liebe Zuschauer, ich möchte euch gerne diesen schönen Löffel zeigen. Der hat Initialen hier oben drauf. Den hat gerade gefunden. Der ist auf jeden Fall sehr alt, der Löffel. Du nimmst den Löffel nicht in die Hand, weil du verbiegst und machst ihn mal kaputt. Das stimmt. Alex, ich will ja nichts sagen, aber... Warten. Das ist ein Wertungsfund. Der ist aus purem Silber. Nee, oder? Doch. Nee. Der ist aus purem Silber. Ja, was soll ich jetzt machen? Guck dir das an. Krass. Ich mach ihn mal so. Siehst du das? Ja, das ist die Zeilen drauf. Das ist ein richtig schöner Löffel. Ja, da geht fast die nach einwirken lassen und dann. Eieiei. Ja, ich sag ja, der scheint komplett aus Silber zu sein. Was ist das Aluminium? Nein, also das sieht nach Silber aus. So schön eingraviert, kriegt ihr das an. A, erstmal wie Alex war und dann wahrscheinlich ein G oder so. A. G. Da könnte man ja schon fast wieder sagen. Da steht noch mehr drauf. Also, Er hat direkt am Baum hier gesessen und hat hier. Dafür, dass es nur ein Löffel ist. Machen wir jetzt mal, ganz schön hier. Warte, ich versuch's mal mit Gras. Mhm. Dafür, dass es nur ein Löffel ist, ne? Ja. Freuen wir uns jetzt mächtig doll drüber. Aber ich meine, das ist auch ein Ausrüstungsgegenstand, so ein Löffel. Ja. Weil. Ja. Ist das ein besonderer Löffel, weil. Das steht doch mal, wie der rauskommt. Ja. Alter, da ist ja überhaupt nichts dran. Den brauche ich gar nicht in der Oxase überlegen, weil da brauche ich den Grünspann abmachen und dann. Und der ist ganz weich. Ja, weil er so dünn ist. Das ist pures Silber. Ich glaube, ich habe noch nie einen kompletten Silberlöffel gefunden. Versuch mal, den Schriftzug einzufangen. Geht das? Da steht irgendwas mit Bayer oder so. Ja, wenn du mir das jetzt geben würdest, dann könnte ich dir sagen, was da steht. Gib mal her. Ich kicke es mal, drauf steht. Ja. Dann kriegt ihr die besseren Augen. Ja, ja. Hier steht nämlich drauf, auf den Löffel 12 C oder G. Und dann steht da B, E, Y, E, R, H, A. Bayer. Bayer hat oder Bayer hart, ja. Ja, gut, genau. Also ist wirklich ein schöner Löffel. Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall wert, da auch mal länger zu filmen für einen Löffel, weil der komplett aus Silber ist. Den kann man mit Zitrone rein. Ich würde den einfach blank machen. Ja, auf jeden Fall, klar. Marlene, wegen den Initialen da hinten, dem hat der Löffel ja, ist gut, bis später. Nein, es wird sich nicht gefreut. Jetzt holt raus. Du hast es schon gesehen, ja? Nicht dein Ernst, oder? Doch. Rund ist es. Das hast du doch gefaked. Nein. Da ist es. Tatsächlich. Zeigen wir natürlich nur aus geschichtlichen Gründen hier. Nee, wir zeigen nur die Nadel aus geschichtlichen Gründen. Hier ist die Nadel so dran. Ich muss erstmal links gehen. Jetzt will ich erstmal Rico kurz ein Bild machen. Lass mal so, wie es ist. So, Rico ist heute nicht mit dabei und ärgert sich jetzt. Ja, Rico würde ich sagen, ist nicht dein Ernst.
Das ist nicht weit weg von der Stelle, wo ich den Löffel gefunden habe. Das ist hohl geprägt. Da sehe ich schwarz. Ich habe das um die Russenknöpfe gefunden. Na, saugeil. Es ist hohl geprägt und ja, es ist dran. Schwarz oder Gold. Ich hole die Bürste raus. Aber ich, weil das schimmert so Gold, als wird einfach nur die schwarze Farbe ein bisschen absehen. Ja, vergoldet sein. Ja, schade, mich, dass wir heute die weiche Bürste nicht mit haben. Ich freue mich. Das ist so ein klasse Fund, relikttechnisch. Nicht bloß, weil da so ein Zeichen drauf ist, wa? Das ist ein seltener geschichtlicher Fund. Und du weißt doch, warum sie das gekriegt haben, wa? Guck mal, wie gut der Zustand ist. Ja. Ich denke mal, ich werde nur Wasser machen, wa? Ja, ich würde da jetzt auch nicht so viel rumbürsten. Herzlichen Glückwunsch, Alex, zu diesem seltenen Fund. Danke, das ist mein erster Defundet. Handelt sich VWA dabei um ein VWA, also ein Verwundetenabzeichen in Schwarz eines deutschen Soldaten, welches im Zweiten Weltkrieg verliehen wurde. Während des Zweiten Weltkriegs. Bitteschön. Jo, danke. Alex weiß ja nicht, wie es ihm hier geschieht. Nee. Ich habe gerade darüber geschwenkt und da ist noch ein Signal drin. Und zwar ein richtig hohes, knalliges. Darf nicht wahr sein. Ich spring mal mit links hin. Alex, was? Du hast so ein Glück. Und so ein Signal grabe ich auch nur mit dem Finger. Ja, na klar. Brauchst du nicht mehr machen. Hier kommt es. Hier, da ist es. Was ist das? Darf ich auch mal fühlen? Na, ich fühle nur Spitze. Kann auch was Schrott jetzt sein oder irgendwas. Nee, so wie das drin geknallt ist, das war ein 80er Signal. Da ist irgendein Schnibbel. Das ist ein Bajo. Das ist was Großes. Na, oh mein Gott! Was ist das? Alter! Was ist das? Alex! Warten! Nein! Was ist das? Alex, ich flipp aus! Was ist das? Ich flipp aus, das ist was Großes. Ich hab das ist noch komplett. Was ist denn das? So ist eigentlich vom Inneren hoffentlich. Was ist denn das? Ein Koppel? Koppel? Nee. Das ist gleich sehen, weil das, ach, da ist doch das Leder dran. Ach, das ist ein Koppelschloss mit Bajo, wa? Da ist noch das Leder dran. Das ist ein Koppel? Das ist ein Koppelschloss mit. Hör auf. Mit alles noch dran. Das ist ja der absolute Wahnsinnsfund. Hier hat ihn abgekoppelt, würde ich sagen, wa? Aber dann auch gleich da. Kriegst du nicht müssen, das. Du hast richtig Glück wieder. Das ist hier ein Koppelschuh, aber zusammengewickelt. Na ja. Alter. Das ist ein Koppelschloss, aber was für eins. Aus Eisen? Ich muss die Bürste holen. Das ist leider wahrscheinlich schon. Nee, ich glaub, da ist ein Totenkopf drauf. Nein. Nee, weiß ich nicht. Machen wir ein bisschen sauber. Das scheint aus Aluminium zu sein. Ne? Nee, oder? Nein, das ist ein Wehrmachtskoppelschloss. Das ist Wehrmacht. Das ist Gott mit uns. Ich werd verrückt. Ja, machen wir ein bisschen sauber. Damit man das erkennt. Kann ja nicht. Kann oder willst du nicht? Also, eigentlich kann man da schon rumbürsten. Ne? Ja, kann man. Der Alex hat heute richtig Glück. Ich habe ja schon einige Koppelschlösser gefunden. Ja, ich noch nicht. Und du Alex, hast mir letztes Jahr gezeigt, deine Koppelschlösser. Genau, vor ein paar Tagen erst. Ja. Alex hat heute die Premiere, sein erstes Verwundetenabzeichen und gleichzeitig dazu ein Koppelschloss finden. Und hier ist noch mehr drin. Nein. Doch. Gut, dann packen wir das erstmal weg. Mhm. Das zeigen wir in der Zusammenfassung, dann komplett. Ich werde verrückt. Ich auch. Also Alex hat Koppelschloss eingepackt. Nein, noch ein Signal. Kommt hier. Ich kann man nur mit der Hände buddeln. Hier. Da. Hier, noch eins oder was? Was ist das hier? Größeres, eckiges? Das ist noch ein Koppelschloss. Nee, das ist das Gegenstück dazu, wa? Das sind nur alte Mumpeln. Ja, die sind kaputt. Noch was? Alte Muni, vergammelte, kaputte Munition nehmen wir natürlich nicht mit. Nee, die zerbröselt ohne Hand. Weil ein schönes Koppelschloss mitnehmen, das ist... Das machen wir mal. Ja, hol das mal noch raus und schwenken wir noch mal rüber. Wir bräuchten so einen Pinpointer, der verschiedene Leitwerte anzeigt. Nach all den Nullrunden in letzter Zeit, ne, hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas nochmal finden. Da können die Zuschauer mal richtig, ist da noch was? Einen richtig dicken Daumen nach oben geben. Für diese geile Scheiße. Hier ist momentan nichts zu finden. Für endlich mal wieder ein paar interessante Funde. Ich filme auch mal eine Runde. Es ist schon etwas Zeit vergangen. Ich habe ein Messer gefunden. Will ich euch mal zeigen. Ich habe auch noch mehr gefunden. Das zeige ich dann im Verlauf des Videos noch. Also ein richtig schönes Messer. Und da unten ist noch ein Fund. Ein Löffel. Jetzt habe ich auch so einen Löffel. Damit man nicht der gleiche ist. Ich glaube, meiner ist nicht aus Silber. Nee, der ist aus Kupfer oder so. Da
ist nämlich so eine rötliche Verfärbung zu erkennen. Aber ich habe jetzt auch so einen Löffel. Zumindest die gleiche Form. Also hier sind wir auf jeden Fall auf den Spuren der Wehrmacht. Von Menschen, die hier gegessen und gelebt haben in diesem Bereich. Eine Tube hat der Alex noch gefunden. An dem Deckel könnte man sagen, die ist alt. Sieht alt aus, könnte noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Kann jetzt leider nicht drauf erkennen, was steht. Leo. Warte mal, ich werde die mal ein bisschen sauber machen. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit noch einige gefunden. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Und uns mal kurz ausruhen und dann geht's weiter. Na gut, man kann nicht mehr viel erkennen. Wenn ihr wisst, um was es sich dabei handelt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ob jetzt Zweiter Weltkrieg ist oder vielleicht eine Nachkriegstube. Eine Mundharmonika. Leider schon am Auseinanderfallen. Aber trotzdem interessanter Fund. Die Soldaten damals hatten oft Mundharmonikas dabei und haben dann, wenn sie eine Pause gemacht haben, zum Beispiel wenn sie was gegessen haben, was ja zu den Löffel passen würde, dann ein bisschen Musik gemacht. Ja, hier sind noch Stempel. Also über dieses Messer freue ich mich, weil das ganz komplett ist. Also da ist jetzt wirklich nichts dran. Das werde ich richtig schön sauber machen. Theoretischerweise kann man das wieder nehmen. Also dann kam noch ein Uniformknopf von der Wehrmachtsuniform. Auch noch in einem recht schönen Zustand. Lag auch in der Nähe des Löffels. Hier haben wir 10 Reichspfennig, aber aus einem anderen Material. Auch aus dem Dritten Reich das Geld. Und wir zeigen das hier nur zu geschichtlichen Anschaulichungszwecken. Und auch da sieht man das Hoheitszeichen aus dem Dritten Reich und den Adler. Und die sind aber älter als die Zinker. Zinker sind sehr oft von 1941 und hier haben wir jetzt 1939. Gibt es auch noch von 38, vielleicht sogar noch älter. Und die sehen meistens noch sehr gut aus, weil die halt so eine Vernickelung haben, glaube ich. Und da bleiben die gut erhalten. Ja, sehr schöner, interessanter Fund. Ich wollte euch noch dieses eben vorhin gefundene Verwundetenabzeichen zeigen, das ein Soldat bekommen hat, wenn er verwundet wurde. Und vielleicht mal an die Kenner unter euch, wenn ich jetzt dieses Verwundetenabzeichen in hohe Prägung umdrehe, vielleicht gibt es ja von euch jemanden, der dieses Buch hat, Verwundetenabzeichen, und kann erstmal sagen, welcher Hersteller dieses Verwundetenabzeichen ist, aufgrund dieses Nadelsystems. Könnte doch auch sein, dass ein Hersteller drin steht, oder? Meistens nicht. Na gut. Und jetzt würde ich aber mir gerne nochmal das Koppelschloss angucken. Nö. Doch. Das wollen wir nochmal sehen, weil... Nehmen dazu mal meine Fundtasche komplett ab, weil ich kann so nicht im Sitzen arbeiten. Das haben wir noch ja nicht richtig gesehen, ey. Wir haben so viel Stress gehabt, wir konnten uns das ja nicht richtig angucken. So, ich mache meine Fundtaschenseite aufmachen und mich hier mal bequem hinlegen. Das ist ein sehr gemütlicher Wald hier, sehr atmosphärisch. Und das Wetter ist angenehm kühl jetzt in der Nacht. Am Tag ist es unmöglich zu sonnen, das ist so heiß. Also hier liegt es auf jeden Fall drinne. Jetzt holt doch mal raus, wir wollen es da nochmal sehen, wie der Zustand ist. Anderes noch zeigen. Ich wollte euch das Döschen noch zeigen, da steht irgendwas drauf hinten, das habe ich auch nicht lesen können. Hier irgendwas, okay, eine Rückseite von irgendeiner Dose. Das ist eine Kondomdose in groß. Nee, aber ja, hier ist irgendeine Schrift ringsrum. Ja, ich konnte es nicht mal richtig sauber machen. Nee, jetzt kannst du das ja machen. Zeig mal drauf sprühen. Mach mal. Sprühen mal richtig ein hier. Vielleicht können wir das noch ein bisschen reinigen. Ich sehe schon hier die Rillen. Ja klar, das hat ein bisschen Alufraß. Also ein Aluminium-Koppelschloss der Wehrmacht. Ohne Auflage, also einfach so komplett geprägt. Mit Koppel noch dran, aber der Rest vom Koppel war da nicht noch drin? Nee, wenn nicht, müssen wir mal genauer gucken. Ich dachte, du hast hier noch geguckt. Ich hab da schon geguckt, ich habe kein Signal mehr gehabt. Nee, aber Leder ist doch kein Signal. Da sind auch Stempel drauf. Die ich aber jetzt hier nicht sichtbar mache. Die sind meistens hier, die Stempel. Denn an nee, ich meine das Leder. Kante. Ja, Stempel, ja. Aber, hier ist der Stempel. Da ist der Stempel. Tatsächlich. Da steht irgendwas von hinten mit einer 58 drauf und dann steht hier irgendwo Lüdenscheid steht drauf. Das ist ja Lüdenscheider Gürtel. Lüdenscheid,
Ja, das ist nämlich echt interessant. Lüdenscheid, ja. Jetzt fängt es an zu regnen. Na gut, man kann es nicht wirklich erkennen. Jetzt kann man auch das Hakenkreuz sehen. Aus geschichtlichen Zwecken wieder mal. Ja gut, der Zustand ist tatsächlich nicht mehr so gut. An den Rändern und hier oben. Aber wenn man das mit Oxalsäure reinigt, glaub mir, da kommt noch richtig was raus. Also das denkt man immer, dass das so ein extrem schlechter Zustand ist. Wir werden auf jeden Fall ein Foto einblenden, gleich noch im gereinigten Zustand, damit ihr auch seht, wie der Zustand nach so vielen Jahren noch ist. Ja. Das Leder wird in Koppel, in Oxalsäure eigentlich auch immer sehr gut wieder. Ja, danach dann im Ballastool, dass das Leder schmeichelt wird. Jetzt ist das Leder ja feucht. Ja, das wird dann ganz hart und brüchig. Hm. Also das ziehe ich jetzt hier nicht raus, das lasse ich in der Ursprungsform drin. Kann man sich auch so in der Vitrine packen rein, theoretisch. Dann habe ich gefunden Einzelteile eines Taschenmessers. Lag auch gleich daneben, ja? Das lag auch daneben, ja. Warte mal, einen kleinen Moment, vielleicht hat ein Taschenmesser-Experte hier auch nochmal eine Idee. Das ist ja nicht. Ist das die Klinge? Ach, die da steht was drauf. Da sehe ich was. Dann nee. Steht da auch noch was. Nee, steht nicht drauf. Hier nicht. Also im eingeklappten Zustand hat das verloren. Ja, das. Ach, guck mal, wie schön sauber das wird. Mit Handschuhe geht das. Nee, steht nichts drauf. Hat aber einige Schleifspuren. Also vom Anschärfen, vom Schleifen. Hat er eine Weile gehabt und benutzt. Das ist einer unserer Lieblingsknöpfe, die wir gerne finden und auch immer wieder mitnehmen. Ja, dann haben wir hier noch eine Handvoll Kleingeld, wo wir uns jetzt vielleicht noch eventuell ein Eis kaufen können von. Da hättest du damals 10 Schrippen für gekriegt. Ja. 10 Brötchen, ja, das hieß Schrippen im Osten. Aber das heißt immer noch Schrippen teilweise. Und da möchte ich jetzt noch mal was erzählen. Im Osten heißt es nämlich Eierkuchen, nicht Pfannkuchen. Und Pfannkuchen ist das runde Ding, was die im Westen Berliner nennen. Wie viel Geld hast du denn da gefunden? Naja, alles, was da war. Ein Haufen Zinker. Na gut. Na, wir suchen jetzt erstmal weiter. Genau. Wir machen jetzt, packen das erstmal alles weg und suchen jetzt weiter. Mal sehen, vielleicht kommt ja doch noch ein Fund heute. Nee, langsam reicht's mir mit dir hier. Doch, genau dafür ich sondel. Genau dafür ich sondel. Ich raste vollkommen aus. Ich raste vollkommen aus, Leute. Eco raus. Ja. Nein, ja, geil. Was ist es denn? Das ist ein Koppelschloss. In demselben Loch, gleich daneben, lag noch was. Was? Was ganz Schönes, was wahrscheinlich diesem Soldaten gehört hat.